Und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich habe aber die Ausrüstung ein bisschen verbessert und ich würde sagen, wir machen mit der Kampagne weiter. Wir sollen in die Kartenkammer und das machen wir gerade als nächstes. Karte, geheime Räume, bitte. Und dann ab in die Kartenkammer. Mal schauen, ob es jetzt dann gerade direkt weitergeht zu der zweiten Prüfung. Ah, so schön, dass wir jetzt endlich ein Reittier haben. da. Moment. Wieder mal auf Abenteuertour? Schon hier lang, oder? Hallo? Achso, er will woanders hin, weil ich eine andere Quest markiert habe. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Jo. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden. Dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Gesetzt dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Ranrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Ranrock etwas sucht. Konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Ranrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Leider ist Victor Rookwood ihr Nachkomme. Ein schwarzer Magier. Und im Bunde mit Ranrock. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Kannst du mich nicht einfach mitnehmen? Na, okay. Also, Schloss Rookwood. Ich tu mal kurz die Quest markieren. Aufträge. Gib dich auf die... Ja, okay. Karte. Weltkarte. Wo war das? Das war jetzt irgendwo... Berndale. Wo ist das Schloss? Sag bloß, das ist irgendwo ganz weit weg. Hä? Ich glaube, er hat es noch nicht ganz fertig. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, sorgen Sie dafür, dass die Tierwesenpopulation wächst. Woher nehmen Sie die Zeit dafür? Oder muss ich jetzt mit ihr gehen? Neuer Auftrag verfügbar. Jetzt gehen die Marker wieder. Aufträge. Warum ist es durchgestrichen? Karte? Ah, jetzt. Weltkarte. Ach, da hinten. Okay, wir nehmen mal die Position da. Reisen. Und werden da einmal kurz aufräumen. Bin gespannt, ob die zweite Prüfung ähnlich ist wie die... Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Wie die erste.
Oder ob das jetzt doch ganz was anderes ist. Ah, ich habe den falschen Mount ausgewählt. Ausrüstung. Du nicht? Du. Bist mega geil in Schwarz. Einer meiner Lieblingsfarben. So, Nummer 2 bitte. Nee, halt, falsch. Doch, die Nummer 2. So, ab geht's. Mega geil. Nö. So. Komm, runter da. Runter, runter, runter. Okay, langsam. Na also. Tja, wenn du nicht so vergesslich wärst, hätten wir wahrscheinlich noch mehr. Mein Freund. Hier drüben. Bin doch da. Und auch. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Also ich wäre schon durch die Vordertür gegangen, so wäre es nicht. Ja, komm, geh. Und du laufst jetzt mir nach, alles klar. Welches Kind? Wir können ein... Confringo! So. Und einmal Finisher. Out, out, out. Cool. Dann hätten wir jetzt hier aufgeräumt. So, alles mitnehmen. Vor allem Gold. Mehr looten? Nee. Revelio. Nee, da gibt's nichts mehr zu looten. So, Hintertür. Ah, ich sehe schon. Oh, Renrocks Rebellion hält niemand auf. Ja, doch, ich. Geile Armbrust. Geil. Ah, da ist ja noch einer. Was ist das jetzt? Okay, das war's. Ah, bei dir nehme ich die Sachen noch mit. Wir brauchen den Zauber hier. Vingadium Leviosa. Komm her. Jetzt. Kiste. Ich meine, das müsste eigentlich auch so gehen. Ja, wunderbar. Kommst du? Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also,
Wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Und die lassen uns da jetzt einfach mal so reingehen. Oh, guten Tag. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Nee, aber ich deiner. Heil. Danke schön. Nice. Mensch, alles macht man hier alleine. Nice. Meine. Oh, Finisher. Haha, geil. Autsch. Okay, waren das jetzt alle? Ja. Okay, dann können wir die ganzen Sachen hier einsammeln. Oh, da gibt es ja doch ein bisschen was zum Einsammeln. Alles mitnehmen. Okay, Güste. Dann legen noch ein paar Sachen rum. Ach ja, wenn er wüsste, dass jetzt ich hier bin. So, letzte Kiste. Oh, da hinten hat es irgendein Tier zum Einsammeln. Revelio. Ach was? Nee, nur da unten. Halt, da. Und hier drin. Nice. Nächstes Mal. Gut, dann mal hier rauf. Oder so. Was immer schön ist. Yes, noch eine Kiste. Muss ich jetzt einmal komplett rumgehen? Revelio. Da hinten rum. Ach, da lang. Was Besonderes? Nö. Ja, dann mal rein hier. Ja. Ey, wie bist du so schnell da? Ach, nicht fragen. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Wie geht's denn da weiter? Revelio nochmal hier. Da ist was. Das waren schon mal zwei. Da muss es noch einen dritten irgendwo geben. Ach, da. Nice. Ja, sieht aber nicht sehr einladend aus.
Koboldspuren. Okay, ich muss mal ganz kurz was nachsehen. Ich bin gleich wieder bei euch. So, tada, bin wieder bei euch. Muss nur schnell was erledigen. Folgen wir ihnen. By the way, ich dachte, ich muss eigentlich die Prüfung gar nicht allein machen. Das sieht nicht gesund aus. Das muss es sein. Der Vorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Ja, dürfte ja nicht weit weg sein, oder? Revelio. Gut, ist zu mitnehmen. Immer her damit. Ah, da ist es ja. Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Hello. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie er hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Wusste ich's doch. Hier irgendwo? Halt, da war's. Aber trotzdem finde ich, in einer Notfallsituation sollte man das doch vielleicht irgendwie beschleunigen. Ach, da war ich schon. Das ist neu. Ah, sieht wieder so geil aus. Wir werden jetzt erstmal dich hier ausrüsten, für alle Fälle. Und ach. Goodies? Keine Goodies. Da muss ich bestimmt hier Sachen aufmachen, oder? Ja gut, gehen wir mal den offensichtlichen Weg da. Hä? Was willst du von mir? Ah. Jetzt ist dort drüben frei. Ah, wir haben mal wieder so ein Tor. Okay. Ah, I see. Wingardium Leviosa. Irgendwie so. Zwei. Hier noch was drin? Nö. Könnte ich jetzt einfach da so hochgehen? Nee. Was ist, wenn ich die stehen lasse? Du... Ah, doch, geht doch. Ja gut, weiter geht's. Ah, das ist hin und her bewege. Soll ich da rüber gehen? Ah, bei Kiste. Mit Dingen, die schlechter sind.
hier hin. Wieder das Tor hier. Ah. Das hat sich jetzt... Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Schade, da komme ich nicht durch. Moment, wenn ich jetzt hier durchgehe... Warum soll ich das drehen? Kann ich sie jetzt hier etwa bewegen, oder wie? Kommst du da raus? Das war schon? Okay. Bist du Zwischenboss? Ja, das sieht ganz so aus. Okay. Dann würde ich sagen, gibt's mal volles Pfund aufs Mal. Hallo. Fuck. Autsch. Da hab wohl ich jetzt volles Pfund aufs Mal gekriegt. ja, bitte nochmal. Das war's perfektes Timing. Oh, nochmal. Ich sollte wohl ausweichen. Hello. Fuck, es sind noch mehr. Fuck, 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 fuck. Go, 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 go. Okay, er ist weg. Fuck, den Finisher Move, den hätte ich eher bei ihm machen sollen. Nice. Dann jetzt die anderen Kollegen hier. Nice. Cool. Hätte man das erledigt. Ging eigentlich ganz gut. Ich frage mich, ob ich da eher den Entwaffnungszauber nutzen sollte. I see. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Ja, weiter drehen, oder? Aber erstmal die Kiste hier holen. Schon wieder schwächer. Na gut, drehen. Ah, Moment. Nee, das ist nicht die Lösung. Was ist denn so viel anders, wenn es dann hier so ist? Wie kann ich dich weiter drehen? Ah. Kann ich jetzt mal draufschmeißen? Jetzt hier nochmal durch. Hier verändert sich nichts. Das ist alles. Die Statue ist dann halt einmal weg.
Was bringt mir denn das? Ach so, oh, wow, ich bin so ein Held. Okay. Hier. Das nächste Tor. Aber das ist ein Ding, was ich irgendwo hinstellen kann. Du kannst dich drehen. Ah, was zum... Alles klar. Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Protege! Oh. Alter. Oh. Alter. Okay, du bist schon mal kaputt. Aber ich sehe den anderen halt nicht. Was ist denn das für ein Kack? Alter. Muss er da vielleicht das Tor durch? Komm, trink! Lazio! Descend! Legioso! Ich glaube, das ist ein Bug. Komm, trinko! Lazio! Descend! Alla. Gut, das Problem wäre gelöst. Jetzt nochmal zu dir. Treffer auf die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Ja, aber warum soll ich dich... auf der anderen Seite vorwärts. Wingardium Leviosa. Moment. Ich muss da irgendwie auf die Plattform raufkommen. Komme ich denn auf diese Plattform rauf? Und da hat es dann so auf zwei Seiten... Ah, Moment. Da reicht aber die Höhe nicht. So, jetzt aber. Nee, Moment. Ich muss irgendwie auf die höhere Variante da jetzt hoch. Nee, das war's nicht. Jetzt bist du wieder hoch. Nur, dass mir das so nichts bringt. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Durch den Torbogen? Moment mal. Kann ich... Mach ich mal den Trick. Komm, bleib mal ruhig. Kiste. Ja, Rätsel gelöst, würde ich sagen. Weiß nicht, ob das der eigentliche Weg war, wie es machen hätte sollen, aber... Funktioniert hat's. Oh, das ist so schräg mit den Räumen. Revelio. So, wer macht jetzt hier Stress? Er da. Oder auch nicht. Doch. Okay. Der nächste. Noch jemand?
Ah, wir haben hier mehrere Wege. Hier ist wieder so ein Tor. Aha. Ah, da bist wieder so ein Drehdichtding. Und da kann ich aber nicht durch. Dann gehen wir halt den anderen Weg. Ja, schick hier. Das kommt mir sehr bekannt vor. Na, geht die Tür auf? Oh, sie geht auf. Die waren doch schon mal hier, oder nicht? Da hat man doch den Bossfight hier. Na toll. Okay, Gigaschwert. So, was kann ich jetzt gegen das scheiß Schwert hier machen? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich muss das blöde Tor durch. Ah, komm her. Wow, 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 wow. Scheiße, was soll denn das? Ich sehe euch so nicht. Fuck, fuck, fuck. Heil. Fuck, nein. Ah. Nein, 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 nein. Oh, bitte schmeiß mich nicht runter. Ich gehe, um zu heilen. Alles klar. Finisher. Dankeschön. Und der letzte. Gut. Geschafft. Oder auch nicht. Alter. Alter. Ausweichen, Mann. Alter, alter, alter. Ah, ich werde mal ganz kurz andere Zauber hier reintun. Impulso war weg. Mach mal das mal. Mit Objekten und Gegner aus der Ferne einen Hieb zu Fuß aus beträchtlichen Schaden. Machen wir das. Und was warst du? Verlangsamt sowohl Objekte als auch Gegner und verschafft dadurch Zwischenzeit um deinen nächsten. Verlangsamen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, finisher Move. Nice.
Skill. Oh, fuck. Arresto, Moment. Hotel. Defendo. Lazio. Repulso. Arresto, Moment. Defendo. Lazio. Okay. Finish a move. Komm, 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 komm. Yes, nur noch ein bisschen. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Na, endlich. Cool. Sehr gut. Okay, ich muss noch kurz eine Sache mal schnell machen. Bzw. ich muss gerade jemanden zurückschreiben. Geht gleich weiter nach dem Cut. So, bin wieder bei euch. Bitte entschuldigt die kleine Unterbrechung. Da wollte mich doch gerade so ein kleiner Scammer scammen. Das war's gerade witzig. So. Hallo. Naja, also wirklich viel anders als für die andere Prüfung war es jetzt nicht. Kiste. Auch wieder schlechter. Na gut, was gibt's zu sehen? Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Okay, das hat bestimmt einen Haken. Und ich frage mich, ist es nur... Herzschmerz oder sind es auch physische Schmerzen oder wie durch einen Fluch die Schmerzen? Irgendwas ist da doch nicht ganz koscher. Naja, mal schauen, was Fick dazu sagt. Ob jetzt Isidora damit ins Bild reinkommt? So. Sie sind von zurück. Da. Und sogar ja. In einem Stück. War jetzt nicht sehr schwer. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist.
Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Okay. Ja, dann sprechen wir mit ihm nochmal. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Oha. Zweck zu hocken. Und wir haben Winter. Da bin ich mal gespannt, wie dann die ganze Welt aussehen wird. Aber schön, dass es Jahreszeiten hat. Das gefällt mir sehr gut. Und wir sind wieder da oben. Das war irgendwie klar. So, wann kommt die Meldung? Ja. 4 von 14. Holy shit, wir machen einfach überhaupt keinen Progress. Wie sieht denn jetzt die Auftragslage aus? Ich muss das mit dem Flussgras irgendwie machen. Ich glaube, das werde ich kaufen. Gibt sich mit dem Slytherin Gemeinschaftsraum mit Sebastian. Sind wir da nicht eh gerade? Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Yay, noch mehr Nebenaufgaben. Es wird nicht weniger. So, Sebastian, wo bist denn du? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Du bist hier. Klasse. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Ja gut, machen wir das mal noch schnell. Hier entlang. Ja komm, du vor. Ich finde die Tür so mega geil mit der Schlange. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt.
Verdammter Poltergeist. Ah, diese Nervensäge. So, komm, gib Gas. Also, da ist er. Viel Glück. Ich glaube nicht, dass wir wirklich Chancen haben, aber was ja, hast okay. du hier? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja, wir sprachen über den Gründer unseres Hauses, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Es war ich jetzt hoffe, irgendwie wir einfacher Sebastian, als hier drüben. Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht. Diese Feuerstellen. Brauchen wir dann das hier? Incendio! Du warst nicht her, der gesagt hat. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, drei die Zahl 3 sind besser als einer. Nein, zwei Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind drei besser als zwei. Das ist bloß Mathe, Ominous. Und hier drin? Nee. Oh, ist der. Mit der Zahl 3. Incendio! Die alle an. Aber es bringt nichts. Aber ich glaube, das ist der Eingang hier. Aber die Karte zeigt es mir auch an. Incendio. Muss ich die vielleicht irgendwie löschen? Wo ist mein Gefrierzauber? Also, ich habe mir eh ausgerüstet. Nee. Ihhh! Wow, ist das eklig. Öffne die. Machen wir mal V. Wir müssen durch die erste Tür gehen. Ominous hat gesagt, dass er etwas mit Rein und den Feuerstellen zu tun hat. Rein. Arresto Momento. Getötet. Nee. Incendio. Oder muss er vielleicht dreimal treffen? Nee. Der und der vielleicht? Nee, auch nicht.
Was willst du von mir? Hogwarts. Überall ist das H drauf. Das ist das ja auch nicht. Was möchtest du da von mir haben? Feuer und Einfrieren als Kombo? Die bleiben halt nie an. Habe ich da noch irgendwas anderes in der Richtung? Confringo, aber... Confringo! Okay, stehe ich ja falsch. Oh. Okay. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Ach, immer doch. Aber hier war schon länger keiner mehr. Das schreit nach Reparo. Die 4. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Okay, Nachrichten. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunkle Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Okay. Liebe Leute, wir sind an der Zeit. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und vielleicht einen Kommentar. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.